Alter, was geht ab, Leute, Junge? Wir checken jetzt einen Laden ab. Korean Street Food. Davor war hier mein Tantuni. Mein Tantuni lief eigentlich ganz gut. Ich habe denen eine zweite Chance gegeben, war echt gut. Top. Aber anscheinend haben die jetzt Sicht gemacht und jetzt ist da Anyong. Korean Street Food. So, schauen wir mal die Karte. Mandu, okay. Japchae, okay. Kimbap, aha. Tteokbokki, aha. Bibimbap, unsere Spezialität, muss natürlich getestet werden. Aha. Aha. Boah, einfach so Bulgogi, oder was? Mein Gott, Fleischbaby. So, das muss natürlich auch getestet werden. Oh, oh, was ist das hier? Oh. Bin gespannt hier drauf. Ich wusste nicht, dass es so kommt. Ich bin gespannt da drauf und das, ja, das ist einfach da. Ist gut? Oha. Ist gut. Warst du schon mal bei Kimbu? Da, Oh ja, bin vorbeigegangen. Bin nicht reingegangen. Ich glaube, das ist besser so. Ja, gute Entscheidung. Mhm. Vorhin habe ich schon gesagt. So, das ist eher so. Ich muss weg, ja? Bist du? Ja. Laden? Kann was, ja. Gut gelegen. Gut besucht. Sieht gut aus, gutes Ambiente. Erinnert mich ein bisschen an, was, wie heißt das? Korean Soul? Soulmate. Oh, Soulmate, ja. Also der ist ein bisschen zu abgelegen für mich, für meinen Geschmack. Ja, ist es auch. Oben die Ecke. Erstmal dezent. Danach nachwürzen. Vor allem, du magst es ja nicht so spicy. Jetzt waren wir wieder in der Beweis. Oh, schön flüssig das Ei noch. Geil. Es gibt einen Laden, Park Korean Eatery. Da gibt es nur das flüssige Eigelb. Mein Gott, das hat das Ganze so krass, so saftig gemacht. Wo? Park Korean Eatery, Schwanthaler Höhe. Echt? Die geben ordentlich Fleisch, weil hier sehe ich schon ein bisschen sparsam mit dem Fleisch. Das war der erste Laden, wo ich gesagt habe, boah, Fleisch. Probier mal ein Stück von dem wenigen Fleisch, Leute. Fokussieren. Aber ist schon zart. Schön zart. Aber ein bisschen geschmackslos das Fleisch, dafür ein bisschen Aroma und natürlich die Menge, also die Menge ist schon sehr taugig. Weniger als bei den meisten. Tatsächlich, ja. Ich glaube, trotzdem aber Wings sind gut. Die Wings sind gut. Mandu war gut. Genau, dann war ich Mimimbap hat Potenzial. Ich erkenne ein bisschen ausführlicher die ganzen Essen. Aber auf jeden Fall kann man es machen. Mit der Soße kommt halt Geschmack, Flavor, Power und so. Aber ich finde, man darf nicht zu viel auf die Soße setzen als der Laden. Im Sinne von, das Teil muss auch so guten Geschmack haben. Du kannst nicht sagen, ey, das Teil schmeckt nach nichts, aber wenn du die Soße, ordentlich Soße dazu gibst, dann kann das erst was. Soße ist gut. Nicht allzu scharf. Keine Ahnung. Und dann hatte ich so einen richtigen Zitronen. Ohne Soße war es. Sesamöl. 2 Wochen irgendwie frei und da ist ein richtiger Geschmack. Mhm.
diese Realität mehr kommen. Irgendwie das ist traurig. Will ich das vielleicht gar nicht mehr machen? Sehr schade, weil es Bulgogi ist. Bibimbap. Und dann. Bulgogi. Ich glaube nicht, dass sie das Fleisch einmal. Nee, das wäre nicht anders. Wenn ich ja mit anderen Leuten drüber geredet habe. Das war halt nur Fleisch und Reis. Und die waren natürlich so, nee, mach, dass es dir gut geht. Und nur Fleisch und Reis funktioniert nur, wenn das Fleisch saftig ist. Also richtig. Gar nicht. Ich hatte das noch nie. Das tut zuerst. Und das ist gut. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit mehr. Und ich finde es gut. Gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen Plan B oder eine Alternative. Nichts, was mich sonst jetzt so mega anspricht. Ich hatte auch die Idee, ob ich dann einfach nochmal einen Tag nach Hause machen soll. Und schmeckt ein bisschen wie Pfannkuchen, Leute. Ich bin dann einfach vielleicht ein bisschen sicherer zu werden. In Suppe. In Suppe. Ja, also mein Semester fängt in ein bisschen weniger als 3 Wochen an. Das ist schlecht, also dann sollte es eigentlich irgendwie entschieden haben. Menge ist wenig, ja. Also ich bin auf jeden Fall noch nicht satt. Wir könnten noch einen anderen Spot abchecken, wenn es an mir geht. Und seht ihr, Leute, wo ist das Fleisch? Ich hatte, glaube ich, jetzt ein Bissen mit Fleisch. Und dann kriege ich wieder ein bisschen Hate auf Instagram, weil ich sage, dass der Laden nicht genug Fleisch rausgibt. Wo ist das Fleisch, Digga? Welchen willst du? Nein, ich bin ein Gentleman. Also den, den du genommen hast, den Wolf. Dann nehme ich den Wolf. Du magst die Vögel. Ich mag alles. Hier, dann isst du den Mandu. Ja. Schaut's, Leute. Man versucht nett zu sein, höflich, aufmerksam. Ist auch. Ist gut. Finished. Das ist noch für den Abgang. Ja, ist okay. Kann man machen. Das ist ausbaufähig. Das war gut. Dazu habe ich noch keine Meinung. Mandu war auch gut, aber... Sie meinte, das Fertigzeugs ist nicht so schwer. Zweiter Korean Street Food Spot. Wir sind heute hier. Oh, ein Korean Sandwich. Mhm. Das kommt auf die Karte. Yes. Oh, ein Korean Fried Chicken Burger. Yes. Fried Chicken. Yes. Bingsu, yes. Oh, das war's auch schon. Okay. So. Kuchen haben die auch, Leute. Schön eingerichtet. Und hier am Automat kann man bestellen. Da muss man nicht mit Menschen reden. Das aus wie ein Döner, Leute. Du hast es davor gar nicht probiert. Du weißt doch gar nicht, wie viel... Ich koche alles. Oha. Ja, geil. Guck mal. Wow. Yes. Okay, ich habe eine Frage. Wenn du Pho isst, okay? Ja. Okay, du kannst hier rein. Nein, nein. Bist du so ein Mensch? Der direkt, egal bevor er die überhaupt getestet hat, hat Chili und Öl und Zitrone drüber schüttet. Ich esse kein Chili und auch keine Zitrone, also. Okay. Aber ich tue mir Mirrmann rein. Also. Immer so einen kleinen Schuss mit Mirrmann. Ja, aber davor schmeckst du das ab? Nein. Meine Mama, du brauchst immer einen kleinen Schuss. Fleisch ist in Ordnung, könnte schon ein bisschen mehr sein, ein bisschen wenig Fleisch, aber mehr als letztes Mal. Mehr als letztes Mal. Ja, ja. Das hat mir beim letzten Mal besser geschmeckt. Mhm. Beim letzten Mal hat es auch mehr Sesam. Mhm. Und die Soße war nicht so dickflüssig wie die hier.
Pfeffer. Aber es sind dieselben Besitzer wie Yuyumi. Und das ist besser als das, was ich bei Yuyumi Fraunhofer Straße hatte. Die haben mich übrigens angeschrieben, Leute. Ey, danke für deine Kritik und so. Aber das ist ein bisschen schlechte Publicity, ja. Kannst du das bitte runternehmen? Dafür kriegst du einen Gutschein und dann kannst du den anderen Laden abchecken, der aber gut sein soll. Weil jeder sagt, also die haben zwei Filialen, jeder sagt, die eine ist nicht so gut, die andere soll sehr gut sein. Und jetzt haben sie halt noch dieses Streetfood-Laden aufgemacht. Ich habe das TikTok und Reel runtergenommen, ja. Aber nicht das YouTube-Video und nicht das YouTube-Short. Stimmt, ich hab's die Wetten vergessen. Hier kriegst du eins von Lilly. Also Fleischmenge finde ich okay. Mhm. Das letzte Mal, wo wir waren, war zu wenig. Für das, was du gezahlt hast. Weil bei uns, der Nachbarn haben auch nicht mehr gewusst. Okay. Und da ist ein bisschen runter. Geschmacklich nicht schlecht, mir gefällt er, aber esstechnisch ein bisschen schwer und irgendwo läuft es aus, der ist schon ganz nass hinten. Echt? Und Huber, ne? Mhm. Wie fandest du Getränk? Das ist okay. Okay. Das heißt, standard kaltes Getränk. Das ist auch geil, aber. Aber der kann was. Ich würde den nochmal essen sogar. Das ist eine Geschmacksbombe, viel Fleisch. Gemüse, eigentlich wie ein Döner, nur Korean Touch. Korean Fried Chicken Burger. Yoshman. Nicht Martins Potato World. Okay, okay. Als Konzept? Nicht schlecht. Ich mag auch nicht schlecht. Chicken sehr knusprig. Bisschen schon zu crispy, zu lange in der Fritteuse. Schon sehr dunkel und sehr. Da fehlt ein bisschen Fleisch. Ist nicht saftig? Nee, saftig ist er nicht. Aber. Ist gut. Er ist so knusprig, dass er nicht mehr saftig sein muss. Weil der, jetzt geht er in die Richtung super crispy. Als Nicht-Burger, sondern so. Ja. Es gab ja KFC. Würde ich sagen, nee, nicht gut, weil da fehlt das Fleisch, der Saft, das ist zu knusprig, ja, zu trocken, aber im Burger kommt's gut. Ich find's lustig. Das ist gut. Ja, gut. Die Soße passt sehr gut dazu. Gemüse, nicht zu viel Gemüse, nicht zu wenig. Und Brot passt ja auch gut. Und auch mit dem Käse. Wir haben hier ein Loch, Leute. Da kommt das alles raus. Ihr wisst, das ist ein gravierender Fehler bei einem Döner. Aber hier
Lassen wir es nochmal durchgehen. Klingt total. An der Verteilung kann man auch noch arbeiten. Die ist leider nur noch Salat. Ich weiß schon, dass das eigentlich dein Tisch ist. Hm? Ich hab doch das Crash Pier. Nee, das ist Crash Pier. Hast du Crash Pier? Du hast doch Ding genommen. Nein, Crash Pier. Was hast du denn genommen? Ich hab irgendeinen Yuzu-Tee genommen. Was? Ja. Ja, ich hab doch gesagt. Nein. Du hast doch nein. Ding. Ich hab das hier gesagt. Was? Ja. Crash Pier. Das ist das. Das ist doch kein Pier, das ist ein Traum. Ach so. Okay, ich habe das Falsche genommen, aber es wäre so ein Teil aus der Dose. Du kannst auch noch wechseln. Das ist von mir allein. Kein Ding. Ich dachte, das wäre so ein Ding. Deswegen dachte ich, das wäre dein. Deswegen haben wir gedacht, wieso macht er nicht auf? Ich habe das Falsche rausgenommen, aber es ist dasselbe. Aus der Dose, nur anderer Flavor. Neue Zwiebel festlegen. Warte mal. Fleischstein. Also ein bisschen Zwiebel durchgebracht. Okay. Nein, sag eins, was wir haben. Mhm. Alles hat Potenzial, es ist jetzt keine Katastrophe. Schmeckt's euch? Tatsächlich, ja. Ja. Ist okay, Bibi mal besser als drüben, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wollt ihr unser Pinkste probieren? Dann lass doch, ne? Das kommt noch, genau. Green Tea oder Chocolate oder Lotus? Wie die Dame will. Was sagt ihr zum Burger? Tatsächlich Burger? Sehr gut, beide. Gut? Ja? Ja, beide sind gut, ja. Sehr gut, gefällt mir wirklich, ja? Das Konzept, ja. Ja. Vielen Dank. Die Soßen sind auch gut, passen sehr gut dazu. Ja? Mhm. Danke. Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Ich wünsche mir tatsächlich. Wir würden das hier nehmen. Pinkst du, Ginger Meat Classic, koreanischer Klassiker? Mhm. Ja? Ja. Ja? Gerne. Ja? Dankeschön. Wow. Oder er hat gehört, dass du geplant. Ja, er hat mich, glaube ich, schon erkannt. Ja, mit dem Ding. Unauffällig. Ja, der gefällt besser als bei dem anderen. Ja. Natürlich. In den Groove. Ja. Da weiß man, hey. Ja, man ein Ticken weniger Soße. Ja, ja, genau. Ich muss halt nur erstmal das Rezept, schauen, wie es ankommt. Und dann je nach Physik dann anpassen. Dankeschön. Hm. Also die Kollegin versucht gerade zu analysieren und zu vergleichen Preis-Leistung zwischen zwei Läden. Weil es gibt nicht so viele Läden in München, die Chef Dice Bingsu anbieten. Also ich kenne jetzt drei mit dem. Wow, wow, wow. Schaut mal, Leute, so muss es aussehen. Das ist gut, gute Qualität. Korean Street Food. War nicht schlecht, tatsächlich. Die letzten paar Male waren eher nicht so geil, aber die zwei Läden waren top. Es ist viel los in den Minen, deswegen verabschiede ich mich. Am Wochenende wahrscheinlich ein Video mit Tati. Und ja, ansonsten, ja, Content nächste Woche läuft wie normal weiter. Und ich glaube, der alte Euler-Kanal, also alt, eigentlich ist es ja der neue Kanal, den wir zurückgelassen haben, der wird, glaube ich, reaktiviert. Mit ein paar Minenvideos. Bleibt gespannt. Das war's von mir. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok, Alter. Gruß aus der Mine.